Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video geht es mal um CSGO, Leute. Warum das Ganze? Warum auf einmal CSGO? Und zwar habe ich angefangen, seit ein paar Tagen CSGO zu zocken. Dann wollte ich es streamen, Leute. Aber ich konnte es nicht über Game Capture streamen. Dann habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht und geguckt, warum man einfach bei OBS nicht über Game Capture CSGO streamen kann. Ich habe jetzt einen Fix gefunden, Leute, und ich wollte euch zeigen, wie man das Ganze fixt. Und zwar geht ihr auf OBS, öffnet das ganz normal. Ihr habt eure Spielaufnahme hier. Die entfernt ihr erstmal zunächst komplett. So, wenn ihr die Spielaufnahme gelöscht habt, geht ihr auf Steam. Ich habe es hier offen jetzt. Einmal auf Steam, auf CSGO, macht einen Rechtsklick. Auf Eigenschaften dann. Bei Eigenschaften habt ihr dann da unten stehen, Startoptionen festlegen. Da klickt ihr einmal drauf und gibt da ein Allow Third Party Software. Das Ganze schreibe ich euch nochmal in die Videobeschreibung, sodass ihr das ganz easy copy-pasten könnt, Leute. Wenn ihr das gemacht habt, bestätigt ihr das Ganze. Dann könnt ihr dieses Fenster schließen und CSGO starten. So, dann warten wir mal ein bisschen. Solange CSGO startet, will ich euch noch auf etwas aufmerksam machen, Leute. Und zwar haben über 92% der Zuschauer noch kein Abo bei mir. Also, falls euch das Video gefällt und ihr mehr davon sehen wollt oder mich einfach supporten wollt, könnt ihr das gerne mit einem kostenlosen Abo tun. So, CSGO ist jetzt offen. Was ihr jetzt machen müsst, ihr geht auf OBS, Leute. Falls ihr euer Game Capture noch nicht gelöscht habt, löscht erstmal eure Game Capture Quelle. Denn ihr müsst die jetzt nochmal neu einfügen. Dazu geht ihr einfach rechts bei Quellen auf Plus. Spielaufnahme hinzufügen. Okay. Und oben wählt ihr bestimmtes Fenster erfassen. Wählt dann CSGO aus. Bestätigt das Ganze. Und schon sollte CSGO da sein, wie bei mir. Falls nicht, Leute, falls euch das nicht direkt angezeigt wird, dann klickt nochmal einmal auf das Game und dann sollte es eigentlich da sein. Ja, das war's auch schon mit dem Video, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Ein kostenloses Abo wäre auch nicht schlecht, Leute. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao und bis zum nächsten Mal.